Was ist in einem Staat die erste Bürgerpflicht? Weiß angeblich jeder und deshalb fragt doch nicht. Gegen Volksverdummung gibt's immer viel zu tun. Und zwei, die gern dabei sein wollen, sind Kretschmann und der Kuhn. Wachsam sein und Augen immer auf und Ohren. Wer vergisst und nicht dran denkt, der ist schnell verloren. Man braucht sich für einen Moment nur zu lange auszuruhen. Schon sind da zwei Sandmännchen, der Kretschmann und der Kuhn. Volksabstimmung, Volksentscheid, danach sind wir klug. Wir wollen wissen, was das Volk will, danach ist genug. Volksabstimmung, Volksentscheid, dann ist alles klar. Zahlen falsch, getürkte Fakten, schaut mal, wie es war. Berechnend falsche Grundlagen, Resultat verkehrt. Volksabstimmung, Volksentscheid, was sind die noch wert? Volksabstimmung, Volksentscheid über Lug und Trug. Wir haben von den Volksverarschern endgültig genug. Gebt mal endlich Ruhe und seid jetzt endlich still. Wenn das Volk befragt ist, weiß man, was die Mehrheit will. Sie hat schließlich abgestimmt, wir können nichts gegen tun. Wollen es jetzt auch gar nicht mehr, gezeichnet Kretschmann Kuhn. Immer neue Tatsachen kommen da ans Licht. Kosten falsch berechnet, ach so neu sind die ja nicht. Hätte man die auch wissen können, man kann sich vertun. Irgendwann ist auch mal gut gezeichnet Kretschmann Kuhn. Volksabstimmung, Volksentscheid. Was das Volk will, danach ist genug. Volksabstimmung, Volksentscheid, dann ist alles klar. Zahlen falsch, getürkte Fakten, schaut mal, wie es war. Berechnend falsche Grundlagen, Resultat verkehrt. Volksabstimmung, Volksentscheid, was sind die noch wert? Volksabstimmung, Volksentscheid, über Lug und Trug. Wir haben von den Volksverarschern endgültig. Verschweigen lässt sich manches nicht mehr, wird nun eingeräumt. Man hat sich verkalkuliert und nachzuzählen versäumt. Regieren ist nicht ganz so einfach hier in unseren Schuhen. Glaubt nicht, dass ihr's besser könnt, gezeichnet Kretschmann Kuhn. Was man schon gewusst hat, doch für sich behielt. Weil Risiken, die man bis heute absichtlich unterspielt, mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit hat das doch zu tun. Das Volk hat abgestimmt und gut gezeichnet, Kretschmann. Ja, Volksabstimmung, Volksentscheid, danach sind wir klug. Wir wollen wissen, was das Volk will, danach ist genug. Volksabstimmung, Volksentscheid, dann ist alles klar. Zahlen falsch, getürkte Fakten, schaut mal, wie es war. Berechnet falsche Grundlage, Resultat verkehrt. Volksabstimmung, Volksentscheid, was sind die noch wert? Volksentscheid, Volksentscheid, über Lug und Trug. Wir haben von den Volksverarschern endgültig genug. Zieht man einen Teppich unter irgendetwas weg, was schon vorher wackelte, dann fliegt das in den Dreck. Und was wäre, wenn das mal passierte, wohl zu tun? Frag doch mal den Kretschmann. Frag doch mal den Kuhn, hat man falsche Zahlen vorgelegt und abgestimmt? Liegt falsch, wer das Ergebnis dann für bare Münze nimmt. Aber kräht kein Hahn danach und gackert auch kein Huhn. Ist das Volksverstimmung auch von Kretschmann?